Hallo und willkommen zurück zu Final Fantasy 15. In der letzten Folge waren wir in der Hauptstadt, haben gesehen, wie zerstört die war und haben eigentlich nur ein paar Nebenquests noch gemacht und jetzt müssen wir mit Cid reden. Ich hoffe, es ist was für dich dabei. Ich denke, aber wir kaufen uns jetzt erstmal Waffen. Wir sind im Geschäft. Damit wir gut ausgerüstet danach sind. Davon könnten wir eine. Und davon könnten wir. Ach, wir haben im Inventar schon zwei. Wo sieht man denn, dass sie besser sind als unsere? Wir sind im Geschäft. Das ist ausgerüstet. Achso, okay. Davon ist keine ausgerüstet, weil die wahrscheinlich zu schlecht für uns war. Ah, ich verkaufe das jetzt erstmal. Können wir auch verkaufen. Keine Ahnung. Das sind Gerichte, das sind Wertgegenstände. Ah, und jetzt können wir alles verkaufen und kriegen wir Geld dafür. Das macht er aber Ist nochmal in nicht. Wir Welt. sammeln die einfach erstmal und jetzt gehen wir mit ihm endlich mal reden. So. Die Niffen hatten's auf den Kristall und den Ring der Luzis abgesehen. Das Friedensabkommen war also nur ein Vorwand. Sich reinlegen lassen. Ach, Unsinn. Dein Vater wusste genau, wie der Hase läuft. Oder denkst du etwa, er hätte sie grundlos in die Stadt hineingelassen? So wie ich deinen Vater kenne, wollte er den Feind daheim bekämpfen. Doch, das hat nicht gereicht. Er hatte einfach nicht mehr genug Kraft in sich. Kor kann euch das alles sicher besser erklären. Ich weiß ja nicht einmal, wann ich Regis das letzte Mal gesehen habe. So lange ist das schon her. Was du? Wir haben da mit ihnen gesprochen hier. Ich habe eine Nachricht von Kor für euch. Er sagt, er wartet am Königsgrab auf euch. Das Grab liegt nordwestlich von hier. Auf dem Weg gibt's eine Siedlung. Hört euch dort erstmal etwas um. Ach, der hat auch eine Nebenquest für uns, wie das sie aussieht. Tag. Oder auch nicht? Wie geht's? Ich hatte doch gerade ein Fragezeichen im Kopf. Unverschämtheit hier. Unverschämt. Dann tanken wir. Wo ist das denn jetzt hingefallen? Ach, da. Ist klar. Fertig. Saubere Arbeit, was?
Wartet mal. Das ist sonst wo? Aber da kommen wir noch gar nicht hin. Also können wir eigentlich die Nebenaufträge ja noch gar nicht so machen. Das könnten wir zwar machen, aber können wir schnell reisen. Nee, sieht nicht so aus, oder? Mm-mm. Nee. Okay. Dann gucken wir mal. Ach nee, das wollte ich gar nicht. Wir machen jetzt die Haupt... Nee, der hat jetzt die andere ausgerüstet. Einen Moment, machen wir die Hauptquest weiter. Zum Aufgabenziel. Also so auf jeden Fall schöneres Wetter als eben. Die Stadt ist sicherlich abgeriegelt. Wie wird das da drin wohl zugehen? Keine Ahnung. Ich kann auch nur raten. Wir müssen uns selbst überzeugen. In der Tat. Fragt sich nur wann. Ich fass nicht, dass der Kristall weg ist. Die haben sich alles gekrallt. Und wir holen's zurück. Ja, es ist noch lange nicht vorbei. Ich glaube, in diese Königsgräber gab es ja immer so besondere Waffen. Da habe ich auch damals nicht alle gemacht. Ich weiß nicht wieso. Irgendwie hat sich das irgendwie nicht mehr dran gedacht, dass man das machen kann. Ich glaube, das wird auch jetzt nur am Anfang mal erwähnt und dann gar nicht mehr. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Es ist ja eigentlich cool, ne, dass sie jetzt automatisch fahren, aber irgendwie ist das auch langweilig. Ich bin mir aber sicher, dass es irgendwie eine Schnellreisefunktion gab. Hm. Also aber auf jeden Fall auch noch eine Nebenquest da hinten. Ich glaube, uns wird nicht langweilig. Also vom Sachen. Dass die Siedlung ist, die Sid meinte? Die Leute sehen hier alle aus wie Jäger. Kommt, hören wir uns um. Wir tun uns. Oh, ist auch hier, ne? Prinz Noctis, ich freue mich, euch wohl aufzusehen. Monika! Wo sind die anderen? Viele von uns sind in Insomnia gefallen. Wir haben alles getan, um Iris zur Flucht zu verhelfen. Dustin gibt ihr Geleitschutz. Sicher sind sie mittlerweile in Lestalum angekommen. Vielen Dank, dass ihr ihr geholfen habt. Der General wartet am Königsgrab, nicht weit von hier auf euch. Ja. Hier ist auch... Zeichen der Trauer landesweit Seelblüten aus Tenebrae aufgestellt. In Scharen strömen die Trauernden nach Altissia, um der Kanagi die letzte Ehre zu erweisen. Sie legen Blumen vor Luna Freyas Hochzeitskleid nieder, da ihr Leichnam bislang nicht gefunden wurde. Viele von ihnen hegen weiterhin die Hoffnung, dass die Kanagi noch immer am Leben sein könnte. Die lebt ja auch noch, ne? So trifft man sich wieder. In der Gegend unterwegs? Falls ihr Erkennungsmarken findet, dann bringt sie mir doch bitte. Das finde ich auch ein bisschen blöd, ne? Dass wir, wie sowas, so die Erkennungsmarken einfach finden und er ist an einen bestimmten Ort, wo wir die dann halt hinbringen, ne? Wäre da viel klüger.
Aber das mache ich gleich in Ruhe. Das mache ich gleich in Ruhe. Ich guck mal kurz, wo das wäre. Da machen wir erstmal die Aufgabe. Wer es direkt hier in der Nähe ist, dann müssen wir nicht immer dahin laufen, dahin laufen, dahin laufen. Ihr wisst, was ich meine. Und wenn nicht, dann, keine Ahnung. Geht nochmal zur Schule. Werd klüger. Hey, hoppla. Pass auf, wo du hintrittst. Hier war da was. Da. Der Paprika. So. Ach, schau mal, sind so. Sehen aus wie Giraffen von Weitem, ne? Wie cool. Ich hab den eigentlich friedlich, aber. Wir kämpfen trotzdem gegen sie. Verletzt, wie es scheint. Dann wollen wir mal weiter. Wer hat hier eigentlich den Feuerzauber benutzt? Wartet, wir holen das hier auch noch hier vorne. Leichter Pfeffer. Aber noch, ist egal. Ich glaube, das finden wir so oft, den Pfeffer. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ich muss sagen, das hier sieht doch ein bisschen, erinnert irgendwie ein bisschen an Afrika. Oder? Das ist schon cool, dass die dann so verschiedene. Hey, Nacht, über dir! Hä? Ah, ja, ist egal. Ist egal, ist egal. Obacht. Stecken wir unser Revier ab. Dann mal rein ins Vergnügen. Lass dich von nichts aufhalten. Deckst du mir den Rücken? Natürlich. Alles klar? Alles im grünen Bereich. Achso, der hatte wahrscheinlich die, diese fliegende Dinger gemeint. Zäh, die Viecher, ne? Verschwinde! Geht's noch? Mein Fehler. Wie geil, die tun sich immer gegenseitig treffen, ne? Aber ihr müsst doch eigentlich schon viele Erfahrungspunkte bekommen, oder? Hier ist noch wo einer? Wo denn? Ach, da. Ob der den jetzt trifft? Ja. Kein Grund zur Sorge. Ich hätte das gerne. So wenig? Ich hätte gedacht, wir kriegen jetzt mehr, weil, ja. Waren viele Monster, ne? Irgendwo hier müsste das dann.
Das wollte ich gar nicht. Da. Ihr Name ist noch lesbar. Wir sollten sie Dave bringen. Machen wir. Ach, der gute alte Dave. Müssen mal gucken, ob wir, Talente war das, ne? Oh ne, das ist was anderes. Wo waren denn diese... Ausrüstung? Da war das. Okay, der ist Stufe 4. Der hat noch was vor sich. Das, also wir haben ja gar nichts. Auch Stufe 4. Und das geht bis 7, okay. Und der Punto, ich glaube bis 10 war das, ne? Ja. Okay. Nee, sollen wir es erstmal auf 10 machen? Ich lasse das erstmal. Ich will das nämlich alles auf die höchste Stufe prägen. Das wird wahrscheinlich ewig dauern. Können wir ja immer noch wechseln. Guck mal, gegen die da hinten kämpfen wir auch noch. Ich glaube, wir kämpfen viel zu wenig. Jetzt mal im Ernst, das ist zu riskant. Nein? Na, schon okay. Los geht's. Oh, der! Ja, der ist wirklich ein bisschen. Das könnte heikel werden. Oh, ich hab geflüstert. Lauf! Das habe ich nicht gesehen, dass der Level 29 war, um ehrlich zu sein. Hier räum ich auf. Okay, die können wir aber besiegen. Du führst, ich folge. Guter Plan. Immer schön. Hallo? Warte mal, wir konnten doch eigentlich die Heiltränke nehmen. Nee, das. So. Los, vorwärts. Dann gucken wir mal weiter. Ne, da lang müssen wir. Ich habe gedacht, ich habe da was sich bewegen sehen. Entschuldigung. So.
Sehr schön. Eure Mühen haben sich ausgezahlt. Und eine rastlose Seele findet endlich Frieden. Okay. Dann, da oben ist das. Soll ich hier den Weg langlaufen für da oben hin? Dann würde ich sagen, wir gehen noch zum Königsgrab. Ich weiß zwar nicht, wie lange die Folge geht. Kor scheint irgendwie nie eine Pause zu machen. Ja, erst Insomnia, dann Hammerhead, dann das Königsgrab. Man sollte ihn Kor den Rastlo... nennen. Wäre aber nicht so cool wie der Unsterbliche. Der Name erklärt auch, wie er es aus Insomnia geschafft hat. Ach, der hat einfach nur Glück. Das hat nichts mit Glück zu tun. Du denkst doch nicht im Ernst, er hätte all seine Kämpfe nur durch Zufall überlebt. Bleibt wachsam. Das dürfte nicht lange dauern. Oh Mann, ich hab keinen Bock, gegen diese Vogeldinger zu kämpfen. Kommt doch! Durchbricht die gegnerische Verteidigung mit einem Warp-Angriff. Es ist was spät. Was sollen wir überhaupt an einem Grab? Es hat sicher etwas mit dem Vermächtnis der Luzis zu tun. Wir werden es bald rausfinden. Oh, da ist noch so einer. Wie oft denn noch? Lassen wir die Waffen sprechen. Ist also das Königsgrab. Scheint, als wäre der General. Vorsicht! Kein Grund zur Sorge. Ich treffe immer. Oh, ja. Super. Das war einfach. Dann gucken wir mal, was da drin jetzt abgeht. Okay, ich dachte gerade was. General? Ihr habt hergefunden. Gut. Und jetzt? Was soll ich an einem alten Grab? Dir die Kraft deiner Ahnen holen. Sie liegt in den Königswaffen. Die Waffen sind dein Erbe. Dein Erbe. Als neuer König. Als König wovon denn bitte? Dies ist weder Zeit noch Ort für kindische Rebellion. Ein König muss sein Volk schützen. So wie mein Vater es tat. Wie viele starben? Nur damit sein eigener Sohn leben konnte. Noctis, Regis hat getan, was er tun musste. Um sein Volk, dein Volk, zu retten. Mein Volk? Warum hat er mir dann nichts gesagt, verdammt? Er hat mich mit einem Lächeln verabschiedet! Ich war... völlig ahnungslos. Er war mehr als nur ein König. An jenem Tag wollte er einfach nur dein Vater sein. Er wusste, dass sein Erbe, dass du die richtigen Entscheidungen treffen würdest. Hoffentlich hat er sich da nicht getäuscht. Das Schicksal der Luzis.
liegt in deinen Händen. Ja. Die Königswaffen sind mythische Waffen, in denen geheimnisvolle Kräfte der alten Könige von Luzif verborgen sind. Sie können nur von Noctis eingesetzt werden. Und der Einsatz zahlt an seine Lebenskraft. Sie sind sehr mächtig, doch Noctis läuft in der Gefahr, in den kritischen Zustand zu wechseln. Es empfiehlt sich daher, stets ausreichend Medikamente zum Heilen von Lebenspunkten zu Hand zu haben, um die verlorenen ÖP auszugleichen. Mit den Königswaffen sind außerdem keine Kombos möglich. Noctis, du wirst dich mit deinen Freunden auf die Suche nach der Kraft der Könige machen. Nicht allzu weit von hier liegt noch ein Königsgrab verborgen. Noch immer sind viele Gräber erhalten. Der Weg zu ihnen ist jedoch äußerst gefährlich. Daher werde ich euch eine Weile begleiten. Ich muss mich erst davon überzeugen, dass ihr auch alleine klarkommt. Wie viele Königswaffen gibt es denn insgesamt? Es gibt 13 luzische Königsgräber, in denen Waffen verborgen sind. Leider sind uns nicht alle Positionen bekannt. Die Meldatio-Jäger sind bereits damit beschäftigt, die verschollenen Gräber ausfindig zu machen. Aha. Und wir sollen jetzt wohin? Zur Kikatrik-Schanze. Tief in den Ruinen wurde ein Königsgrab gefunden. Okay, dann würde ich auch mal sagen, wir machen für den Part hier Schluss und... Wie gesagt, ich habe ja das Lösungsbuch. Ich weiß jetzt, wo die ganzen Königsgräber sind. Die habe ich damals nämlich nicht alle gefunden. Und ich habe es auch wirklich vergessen damals. Und ja, lasst gerne einen Kommentar da oder ein Like oder ein Abo. Und ja, danke, dass ihr reingeschaut habt und bis zum nächsten Mal.